Hallo, Namaste. Ich lade dich ein zu einer Meditation des tiefen Ruhens. Und dafür kannst du in die Rückenlage kommen. Gerne rückenschonend über die Seite. Okay, ich habe Rückenseite gesagt. Stimmt so gar nicht. Du kannst dich irgendwie hinlegen und wenn du lieber sitzen willst, kannst du natürlich auch sitzen. Ich finde es ganz wunderbar, mir Kissen unter meine Beine zu legen, dass die Füße noch weiter im Kontakt sind mit dem Boden und mein Körper wie nach innen geht. Und es darf natürlich auch die Seitlage sein oder die Bauchlage. Ah, und dann lass dich erstmal stöhnen, seufzend, ausatmend hier ankommen. Und wenn du in der Rückenlage bist, kannst du dir vorstellen, dass seidene Fäden an deinen Händen befestigt sind und dich die Hände sanft nach oben bringen, die Unterarme heben, wie als ob eine Puppenspielerin Fäden deiner Arme in der Hand hat. Und ganz langsam, schwer mit deinen Ellbogen so ein bisschen auf der Erde laufen, zum Körper hin und vom Körper weg. Und wenn du in einer anderen Position sitzt oder liegst, kannst du auch einfach deine Arme bewegen, die Hände oder die Finger. Um dann die Ellbogen nah am Körper liegen zu haben, die dürfen die Verbindung spüren zu den Oberarmen, zu den Schultern und von den Schultern durch die Schulterblätter mit der Wirbelsäule, um dann auf dem schweren Fundament Oberarme und Körper deine Unterarme zu bewegen. Und lass dich so langsam und zart gehen, wie es für dich gerade passt. Erlaube dir dabei innerlich zu werden, nah mit deiner Haut, die du bewegst, nah mit den Nervenenden unter deiner Haut. Nah mit deinen Blutgefäßen. Nah mit deinen Knochen und dem Knochenmark. Deinen Muskeln, Bändern und Sehnen. Und dann lass die Unterarme einfach aufgestellt und ganz langsam zart entfalte deine Finger wie eine Blüte, die sich hier öffnet, ganz langsam. Und dann schließt sich die Blüte auch wieder. Vielleicht öffnen die Finger sich noch mal ganz langsam.
mach das in deinem eigenen Rhythmus ein paar Mal. Um dann deine Arme vielleicht auf dir ruhen zu lassen oder neben deinem Körper, was immer gerade passt. Vielleicht auf deinem Becken. Und lass dich in den Raum hinter dein Becken hineinsinken. Lass dich in den Raum hinter deinen unteren Rücken hineinsinken. Falle in den Raum hinter deinen oberen Rücken und hinter die Schultern. Und atme in diesen Raum hinein. Und mit der Ausatmung lass den Atem von oben nach unten durch deine Wirbelsäule in den Raum hinter deinen Fußsohlen hineinfallen. Einatmen in den Raum hinter deinem Rücken, hinter deinem Becken. Und ausatmen, fließt der Atem durch die Wirbelsäule von oben nach unten und durch die Fußsohlen in den Raum hinter deinen Fußsohlen. Und lass dich wie mitgehen in den Raum hinter den Fußsohlen. Lass die Stirn mitkommen und die Haut deiner Wangen und die Haut deiner Schultern und die Haut deiner Arme und Hände. Die Haut deines Rückens. Die Haut auf deinem Brustkorb und deinem Bauch. Haut deiner Beine, der Oberschenkel, der Knie, der Unterbeine und deiner Füße.
und öffne dich für den Raum, der um deine Haut herum liegt. Werde weit lass los
Und dann schau, ob du ganz langsam wieder erste zarte Bewegungen einladen möchtest. Oder ob es gut ist, auch einfach noch ruhen zu bleiben. Und lass dich ganz langsam gehen. Wenn du anfängst, den Körper wieder zu bewegen, kannst die Knie vielleicht zu dir ranziehen und dich auf deine Seite rollen oder auch einfach nach oben bleiben. Lass dich langsam wieder hochkommen zum Sitzen. Und mit achtsamen, weichen Schritten durch deinen Tag gehen oder in den Abend hinein. Das, was in mir frei ist von Verletzungen, Mustern, Anhaftung und Widerstand, grüßt den Teil in dir, der davon frei ist. Namaste.